Ja, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast. Heute fange ich mal an zum neuen Jahr. Ich begrüße auch Pater natürlich, der bei mir sitzt, und Trinchen, seine Katze, die uns Genau, auch lauscht. die hört gut zu. Hallo zusammen. Zuerst einmal, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Und natürlich auch, habt euch gut beschenken lassen zu Weihnachten, aber die Geste zählt, Leute, ne? Dann fangen wir erstmal an. Am 6. Januar kommen jetzt die Könige. Also habt ihr schon euren Weihnachtsbaum und eure Krippe abgebaut? Weil eigentlich kommen ja jetzt die Könige, oder, Vater? Ja, eigentlich kommen jetzt die Könige. Natürlich ist ein berühmtes Möbelhaus, ruft alljährlich dazu auf, die Weihnachtsbäume rauszuschmeißen und damit auch die Krippen. Aber die Könige kommen und in den spanisch sprechenden Ländern, und ich glaube auch bei den Orthodoxen auch, ist eigentlich Epiphanie, also das Fest der Heiligen Drei Könige, das eigentliche Weihnachtsfest. Also von daher in diesen Ländern gibt es jetzt erst Geschenke und nicht am 24. oder 25. Ja, wenn man darauf zurückkommt, die Könige schenken ja auch was in dem Sinne. Also uns Menschen wurde zwar Jesus geschenkt, aber die Geschenke, die Jesus erhält, kommen ja von den Königen. Das war doch Myrrhe, Weihrauch und Gold. So ist es, genau. Ja. Myrrhe, Weihrauch und Gold. Das sind, ja, vielleicht ganz kurz. Myrrhe ist so ein Totenkraut, sagt man, so ein Totenkraut. Das deutet auf den Tod Jesu hin. Weihrauch natürlich deutet auf die Gottheit hin. Und Gold für den König. So, das sagt man immer, so deutet man diese Gaben der Könige. Myrrhe, Weihrauch und Gold. Also Totenkraut. Ein göttlicher Duft und natürlich das Gold als wertvollstes Edelmetall. Und das war von Kaspar, Melchior und Balthasar, dem König aus dem Morgenland, Abendland und der Weise. In Afrika, also man sagt immer Afrika, einer der Könige, also für die damals drei bekannten Erdteile, also natürlich, wir hatten ja sozusagen eben, wo diese Tradition, ja, sich gebildet hat, waren eigentlich nur drei Erdteile bekannt: Europa, Asien und Afrika. Und die drei Könige stehen für die damals bekannten Erdteile. Wobei ja eigentlich sind es ja keine Könige, sondern im Neuen Testament werden sie ja als Magoi und auch gar nicht die Dreizahl, die ist auch erst später dazu gekommen. Also im Matthäusevangelium, dort kann man das nachlesen. Auch nur Matthäus berichtet über die Könige, oder eigentlich die Magoi, die Magier, Zauberer oder Weisen, wie es in der Übersetzung heißt. Ja, ich sage da gerne dazu, das sind Nerds. Jesus wird von den Nerds besucht, weil das sind sozusagen Wissenschaftler, die beschäftigen sich mit Sternen. Gut, Zauberer ist natürlich für uns Menschen, die so von der Naturwissenschaft geprägt sind, etwas schwierig, aber damals, ja, hat man ein anderes Bild der Wirklichkeit gehabt und Magie gehörte auch, ja, einfach dem Wissen dazu. Und deshalb die Zauberer, die Magier sind halt Menschen, die sich um Wissen bemühen. Heute würden wir sie halt als, ich sag mal, ein bisschen spielerisch Nerds bezeichnen. Und dann, wann ist dann so der richtige Zeitpunkt, um quasi mit Weihnachten abzuschließen, wenn Tja. ja jetzt eigentlich erst die Könige kommen? Ja, in alter Zeit war bis Lichtmess, Maria Lichtmess, also 2. Februar, in die Weihnachtszeit. Sie endet heutzutage nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der katholischen Kirche, endet sie dann mit dem auf den 6. Januar folgenden Sonntag. Das ist dann das Fest Taufe des Herrn. Also wir schauen in diesem Fest auf die Taufe. Damit beginnt die öffentliche Taufe Jesu natürlich. Und damit beginnt die öffentliche
Wirksamkeit von Jesus und damit schließt auch die Weihnachtszeit. Und ja, die Farbe, die katholische Kirche hat es ja mit Farben, die Farbe des Gewandes des Priesters ändert sich. In der Weihnachtszeit ist sie weiß und dann im Jahreskreis, also ab Taufe des Herrn, ist sie dann wieder grün. Von daher endet sie also mit dem Sonntag nach dem 6. Januar. Das ist sogar dann diesem Jahr sehr wahrscheinlich das Jahr, wo eigentlich die drei Könige gefeiert werden, der 7. Januar. Das ist aber auch schon Taufe des Herrn. Damit schließt auch schon die Weihnachtszeit in diesem Jahr eigentlich. Aber wir können die Krippe noch ein bisschen stehen lassen. Ja, genau. Sieht ja auch schön aus. Genau. Also mein Vater hat immer ein Spastisch draus gemacht, Krippe und Weihnachtsbaum so lange wie möglich stehen zu lassen. Und mein Vater hat sich immer alles eingetragen. Und er hatte einmal die Krippe und den Weihnachtsbaum bis Karneval. Ich komme hier aus Köln. Bis Karneval stehen gelassen. Das Karneval wurde also der Weihnachtsbaum und die Krippe entfernt. Wie lange steht bei euch Krippe und Baum? Ja, also auch ungefähr so bis in den Januar rein, so Mitte Januar bis Ende Januar. Also meine Mutter mag sehr diese Sterne und diese Lichtsymbole, aber dadurch, dass ja Weihnachten und dann diese Beschenkungszeit der Könige dann rum ist, ist das immer so bis Mitte, Ende Januar ungefähr. Dann fängt ja auch schon wieder dann was Neues an. Da kommt ja was Neues, genau. Dann kommt Karneval, das wird die Zeit im Jahreskreis. Genau, das ist, wir werden dann vermutlich in den nächsten Podcasts über die 10 Gebote reden. Schon als kleiner Ausblick, das haben wir uns ja vorgenommen. Das wird dann in den nächsten Podcasts Thema sein, die 10 Gebote im Jahreskreis und auch in die Fastenzeit hinein. Genau, sehr schön. Ich würde sagen, an dieser Stelle schließen wir wie immer mit einem Gebet. Guter Gott, so wie du die Könige zu Jesus geführt hast, so führe auch uns zu Jesus. Beschenke uns auch im neuen Jahr mit deiner Aufmerksamkeit, uns zuzuhören. Amen.